Ein wunderschönes Hallo zusammen. Wie versprochen, hier nochmal die Vita-Botschaft zum Thema Cookies. Nachfolgend zu dem Gerichtsurteil von letzter Woche. Der Europäische Gerichtshof hat am 1.10.2019 sein Urteil gefällt, wie zukünftig mit dem Cookie-Setzen und den Cookie-Einstellungen auf Webseiten umzugehen ist. Und wie immer möchte ich euch nicht mit Paragraphen langweilen, sondern euch ein paar Praxistipps geben. Und wir legen auch schon los. Zu Beginn die drei wichtigsten Kernaussagen, die dem Urteil zu entnehmen sind. Erstens, eine einfache Info im Cookie-Banner ist nicht mehr ausreichend. Also sprich, das Banner, diese Website verwendet Cookies, klicke OK, das reicht nicht mehr aus. Zweitens, das automatische Setzen von nicht notwendigen Cookies ist unzulässig. Was sind notwendige und was sind nicht notwendige Cookies, zeige ich euch jetzt gleich im Anschluss. Und ein passives Setzen, also sprich, der voreingestellte Haken stellt keine aktive Einwilligung dar. Das bezieht sich vor allen Dingen auf die nicht notwendigen Cookies. Also ihr braucht hier eine aktive Einwilligung seitens des Website-Besuchers. Was sind notwendige Cookies? Was sind nicht notwendige Cookies? Notwendige Cookies sind alle Cookies, die zum ordentlichen Betrieb, zur Funktionalität der Website erforderlich sind. Hier mal ein paar Beispiele, zum Beispiel die Login-Cookies bei Webseiten, wo der User sich anmelden muss, Flash-Cookies bei der Medienwiedergabe, Session-Cookies für Spracheinstellung oder die Warenkorb-Cookies bei Online-Shops. Hier ist das automatische Setzen weiterhin erlaubt und ihr braucht keine aktive Einwilligung seitens des Nutzers, weil, wie gesagt, diese Cookies notwendig sind, um den Betrieb, um diese Funktionen der Website zur Verfügung zu stellen. Wichtig hierbei ist, dass bei der Datenschutzerklärung dies aber erklärt ist oder in der Datenschutzerklärung besser gesagt. Nicht notwendige Cookies sind beispielsweise Analyse- und Tracking-Cookies, Social-Media-Cookies, Cookies für Kartendienste, also wenn ihr zum Beispiel Google Maps oder einen anderen Kartendienst auf eurer Internetseite integriert habt oder ihr habt ein YouTube-Video oder ein Vimeo-Video. Diese Cookies für die Videoeinbindung sind ebenfalls keine notwendigen Cookies. Und hier ist das automatische Setzen nicht mehr erlaubt. Also sprich, ihr braucht seitens des Users eine aktive Einwilligung, das sogenannte Opt-in. Und wie das Ganze auszusehen hat, zeige ich euch hier an diesem Cookie-Banner. Wir haben erstmal die Unterscheidung in die unterschiedlichen Cookie-Kategorien. Das ist also hier ganz klar getrennt, sodass ich als Nutzer selber entscheiden kann, stimme ich dem zu, stimme ich nur dem zu oder stimme ich allen zu. Wir haben hier bei den notwendigen Cookies diesen voreingestellten Haken. Haben wir im Vorfeld gerade gesehen, dass das weiterhin erlaubt ist, weil das die Cookies sind, die für die Funktionalität, für den Betrieb der Seite notwendig sind. Bei allen anderen muss ich aktiv meinen Haken setzen und meine Auswahl bestätigen. Also sprich, das sogenannte Opt-in. Hier mal ein absolutes No-Go. So bitte nicht mehr, wer hier noch so unterwegs ist, das bitte zügig ändern. Hier ist einfach nur dieses Okay einverstanden. Man erkennt hier nicht mal, dass es sich um ein Cookie-Banner handelt. Also das ist absolut unzulässig. Und hier nochmal ein Beispiel mit dem voreingestellten Haken bei nicht notwendigen Cookies. Dieser muss schlussendlich auch entfernt werden. Also zulässig ist hier nur der bei den notwendigen. Alle anderen muss ich aktiv als Nutzer anhaken und mein OK geben. Ja, ganz kurz und knapp soll es das schon gewesen sein. Wie immer, never ever give up. Und denkt bitte auch daran, dass diese ganze Regelung, also Impressum, Datenschutzerklärung, Cookie-Einstellung, aber auch die SSL-Verschlüsselung unter anderem, nicht nur für eure normale Homepage gelten, sondern auch für jede Landingpage. Und wer sich unsicher ist, unter www.datenschutzspezialistin.de findet ihr meine Kontaktdaten. Ich wünsche euch allen noch eine schöne Woche und bis bald.